zweite Überlieferer ist hier Abu Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal. Und Mu'adh ibn Jabal ist auch einer von den jüngeren Sahaba gewesen, als sie zum Islam übergetreten sind. Er war 18 Jahre alt. 18 Jahre alt war er, als er den Islam annahm. Er hat an der Schlacht von Badr teilgenommen, also er war von den Badriun, und an den anderen Feldzügen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wir haben ca. 150 Ahadith von Mu'adh ibn Jabal. Es gibt einige Vorzüglichkeiten zu Mu'adh. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über ihn: A'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adh. Derjenige meiner Umma, der das meiste Wissen hat über den Halal und den Haram, das ist Mu'adh ibn Jabal. Und er sagte zu ihm, das ist übrigens eines der sogenannten Hadith al-Musalsala. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Mu'adh, er sagte: Ya Mu'adh, inni uhibbuk. O Mu'adh, ich liebe dich. Dann sagte er: Fala tada' an taqula fi duburi kulli salatin. Deswegen oder darum lasse es nicht aus, nach jedem Gebet folgende Worte zu sagen: Allahumma a'inni ala zikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Mein Herr, helfe mir zu drei Dingen, nennt er. A'inni ala zikrik, helfe mir, in deiner Andacht zu bleiben, in deinem Gedenken, und dir gegenüber dankbar zu sein dich auf schönste Weise anzubeten. Also er sagte, der Punkt, warum ich den Hadith erwähne, ist ein Vorzug des Mu'adh ibn Jabal, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm sagt: Ya Mu'adh in uhibbuk. O Mu'adh, du bist mir lieb, oder ich liebe dich, und darum lass nicht diese Worte nach dem Gebet aus. Da jedenfalls, er sagte auch, der Prophet sagte auch über Mu'adh, er sagte: Ya'ti Mu'adh yawm al-qiyamati bayna yaday al-ulama'i bi-ratwa. Mu'adh ibn Jabal wird am Tage der Auferstehung mit einem Vorsprung zu den Ulama kommen. Also er wird einen gewissen Vorsprung haben. Dieses Wort Ratwa, was ich jetzt als Vorsprung übersetzt habe, da gibt es verschiedene Definitionen, was das bedeutet. Das ist nicht so wichtig. Im Endeffekt geht es darum, dass er einen Vorsprung hat. Und diesen Vorsprung hat er durch seinen Vorsprung im Ilm. Allah Ta'ala sagt: Ya fa'ilam ladin amanu wal-ladina utul ilma. Allah Ta'ala erhebt jene, denen der Iman gegeben wurde und das Wissen, um Ränge. Mu'adh ist im Urdun gestorben, dem heutigen Jordanien, was ja ein Teil des Scham war, und zwar in der Pest von Amawas, wird so genannt, Amawas mit zwei Fetha ein und Mim mit einem A-Vokal, und das war im Jahr 18 nach der Hijra. Ja, 18 nach der Hijra. Und diese Pest wird Ta'un Amawas genannt, nicht weil sie nur in Amawas war. Amawas ist wie gesagt in Jordanien, in dieser Gegend, zwischen dem Beit al-Maqdis und Ramla. Und die Pest hat dort begonnen. Deswegen spricht man von der Pest Amawas. In dieser Pest sind übrigens viele Sahaba umgekommen, unter anderem Mu'adh ibn Jabal. Al-Amawas mit dem Fatha des Mim und Ein. Aber ich glaube, Amawas geht auch, also mit dem Sukun. Tayyib. Und er hatte ein Alter von ca. 35 Jahre, plus minus ein paar Jahre.